kann ich jetzt mit meiner Information für Umsatz sorgen beim Bratwurststand und beim Glühweinstand. Der Tagesordnungspunkt HBK Service GmbH, Änderung Gesellschaftsvertrag, der wird heute nicht behandelt. Noch was zu meiner Bekanntgabe, Abstimmungsergebnis. Es waren zum Haushalt 29 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen. Wir setzen fort in der Tagesordnung und sind bei Punkt 4, Anfragen der Stadträte. Stadträtin Brückner, bitte. Ich hatte in der letzten Sitzung beantragt, dass praktisch meine Frage auch mündlich noch beantwortet wird. Schriftlich habe ich sie bekommen. Im Zusammenhang zum Internationalen Frauentag möchte Stadträtin Brückner wissen, was unternimmt die Verwaltung, dass dieser Tag würdig begangen wird und wie stellt es die Verwaltung sicher, dass dieser Tag auch medial wahrgenommen wird? Antwort: Eine Veranstaltung zum Internationalen Frauentag wird jährlich durch die Gleichstellungsbeauftragte für die Stadt Zwickau organisiert und durchgeführt. Die entsprechende Veröffentlichung zur Veranstaltung erfolgt je nach Größe und Umfang der Veranstaltung rechtzeitig im Vorfeld über das Pressebüro und in den entsprechenden Medien. Größe, Umfang und letztlich damit verbunden die mediale Wirkung dieser Veranstaltung richten sich nach den dafür zur Verfügung stehenden Mitteln. Die Gleichstellungsbeauftragte hat kein eigenständiges Budget für die Ausgestaltung des Frauentages. Ihr stehen lediglich Mittel im Rahmen des Budgets Gleichstellungsarbeit insgesamt zur Verfügung. Eine Veranstaltung wie die Tagung Muldeperlen am 8. März 2018 ist nicht jährlich möglich. Solche Veranstaltungen sind aufgrund des sehr begrenzten Budgets nur mit Hilfe finanzieller Beteiligung von Partnern sowie mit Fördermitteln, die aber nicht dauerhaft ausgereicht werden, möglich. Ungeachtet dessen wird das Büro der Gleichstellungsbeauftragten wie auch in den vergangenen Jahren eine ansprechende und interessante Veranstaltung zum Internationalen Frauentag durchführen. Besteht der Wunsch nach einer größeren und medial wirksamen Veranstaltung, wäre die Aufstockung des Budgets notwendig. Herr Stadtrat Müller, bitte. Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, meine Damen und Herren, ich hätte gern gewusst, in welcher Satzung geregelt ist, dass Gewerbetreibenden die Flächen der Stadt nutzen, wenn die Kultur-Z-Veranstaltung macht, andere Gebühren bezahlen müssen, als in der Satzung geregelt ist. Herr Bürgermeister Mayer, bitte. Sehr geehrter Herr Müller, wie Sie wissen, wurde durch Beschluss des Stadtrates der Aufgabenbereich Marktwesenveranstaltung zum 01.01.2003 an die Kultur-Z übertragen. Im Betriebsübernahmevertrag ist unter anderem geregelt, dass die Kultur-Z die öffentlichen Flächen zu vermarkten hat. Die Kultur-Z finanziert die Aufgabenwahrnehmung durch von ihr zu erhebende Entgelte und sonstige Erlöse. In der Praxis ist dies beispielsweise bei den regelmäßigen Märkten der Fall. Hier vermarktet die Kultur-Z die entsprechenden Marktflächen auf privatrechtlicher Grundlage. Den Mitgliedern im Aufsichtsrat der Kultur-Z sind die Konditionen bekannt. Die Sondernutzungssatzung, sprich städtisch, kommt bei städtischen Veranstaltungen und bei Veranstaltungen der Kultur-Z auf den betreffenden Veranstaltungsflächen nicht zum Tragen. Die Bescheide zur Erlaubniserteilung der Sondernutzung, die auf Antrag jährlich erlassen werden, beinhalten bei ansässigen Händlern und Gastronomen folgenden Vorbehalt. Diese Erlaubnis gilt nicht für Zeiträume, in denen Veranstaltungen der Stadt sowie Veranstaltungen der Kultur-Z GmbH auf der Sondernutzungsfläche durchgeführt werden. In dieser Zeit ist die Fläche zu beräumen bzw. sind separate Regelungen mit dem jeweiligen Veranstalter zu treffen. Herr Müller, eine weitere Anfrage? Ich habe noch eine Nachfrage.
für Gewerbetreibende ist nicht der Betriebsvertrag der Stadt mit der Kultur Z bindend, sondern die Sondernutzungssatzung. Ich habe so hoch und runter durchgesehen in den vergangenen Tagen, habe nichts Entsprechendes gefunden. Gewerbetreibende kriegen ihre Gebühren berechnet aufgrund der Sondernutzungssatzung. Ich denke, das müsste nochmal geprüft werden. Zweite Frage. Ich denke, es steht außer Frage, ist unumstritten, dass der Weihnachtsmarkt in Zwickau einen besonderen Ruf hat, besonders guten Ruf hat. Ich habe aber mit Blick auf Bürger dieser Stadt und Gäste folgende Bemerkungen. Ich finde es nicht gut, dass der Parkplatz, wenn er auch einzelne Parkplätze dieses Jahr zur Verfügung stellt, in Teilen eingezogen wird, weil es rings um das Rathaus und in der Innenstadt genügend Plätze gibt, um das, was jetzt auf dem Parkplatz stattfindet, an anderer Stelle einzurichten. Des Weiteren verstehe ich nicht, wieso dort ein zweites Klo installiert worden ist, das heißt ein zweiter Container, da wir einen feinen, lange umstrittenen am Platz haben. Ich das beobachtet habe, steht dort niemand Schlange. An diesem zweiten Container steht eine Frau im Freien und kassiert Geld bei dieser Kälte. Was mich verwundert ist, aufgrund des Mangels an Parkplätzen, dass sehr intensiv Knöllchen verteilt werden. Ich denke, im Ermessen dieser Zeit, wo Parkplätze knapp sind, sollte man wirklich Ermessen walten lassen, weil es auch Leute, die hier im Interesse der Stadt Musik am Weihnachtsmarkt machen, die es manchmal eilig haben oder mit großen Instrumenten kommen, bei der Gelegenheit erwischt hat. Und was ist jetzt die Frage? Die Frage ist, ob man zukünftig, wenn Weihnachtsmarkt geplant ist, wieder die Flächen, die genutzt werden für Parkplätze und anderes, den Bürgern und den Gästen dieser Stadt zur Verfügung stellen kann. Herr Bürgermeister Mayer, bitte. Also zu Ihrer ersten Frage, das wird auch in Zukunft nicht möglich sein. Der Aufwand logistisch ist dermaßen gegenwärtig groß. Ich will Sie mal ein Beispiel sagen. Ne? Es gibt eine einheitliche Regelung, da sind sich alle Gastronomen zum Beispiel oder die Ausschankgeschäfte betreiben, einig, einheitliche Tassen zum Beispiel zu verwenden. Gegenwärtig ist dort ein Umlauf von 44.000 Tassen. Reden vom Weihnachtsmarkt. Ich hoffe, Sie hatten die Gelegenheit, auch eine zu benutzen. Das heißt, logistisch werden ja gewaschen und werden wieder hintransportiert. Also wir müssen dort fast jeden Tag, um das in Zahlen zu sagen, rund 400 Tonnen bewegen. Einfach Tonnen, eine Menge. Zweites Problem, das bedarf natürlich auch einer Logistik des Vorhaltens von, ich sag mal, hygienischen Containern, um es mal einfach so zu formulieren. Wir brauchen dazu entsprechend große Ladebereiche. Genauso wie entsprechend große Stell- und Rangierflächen für LKWs. Das heißt, meine Ansage, das wird sich auch in Zukunft nicht verbessern in Bezug auf Ihre Erwartungshaltung, dass wir Bereiche der Innenstadt zusätzlich während des Weihnachtsmarktes für Stellplätze für die Bevölkerung zur Verfügung stellen können. Zweites Problem, was Sie angesprochen haben, Toiletten. Ein leidiges Problem der letzten Jahre generell beim Weihnachtsmarkt. Die Überlegung, dass neben der privatwirtschaftlich betriebenen Toilette im Auftrag der Stadt, dort neben dem Schumann-Denkmal, also bei dem Areal gegenüber dem Galeria-Café, zusätzlich die KDMZ sich in der Pflicht gesehen hat, den Bedarf im wahrsten Sinne des Wortes auch abzudecken, halte ich persönlich für gut. Es gibt dort auch keine Differenzen zwischen Preisgestaltung, da gab es eine klare Position. Und was das dritte Problem betrifft, Ihrer ambitionierten Knöllchen, würde ich jetzt bitte mal einfach unterstellen, dass Sie in der Zeit des Weihnachtsmarktes, ne, sagen wir, ich greife mal 14 Tage zurück, ordnungsgemäß geparkt haben, sonst hätten Sie unser Weihnachtsknöllchen als Verwarnung erhalten. Ergänzung möglich? Herr Müller. Es betrifft nicht mich, es betrifft andere, die mir das gesagt haben. Ich will das nur sagen, also diese Kulanz, die hier eingefordert wird, wird vom Ordnungsamt durchgesetzt. Ausnahmen sind widerrechtliches Befolgen vor Feuerwehrzufahrten beispielsweise oder auch das Stellen, unberechtigte Stellen auf Behindertenparkplätzen. Ansonsten haben wir den salopp formuliert Weihnachtsfrieden eingeläutet.
Der gilt aber nur über den Zeitraum des Weihnachtsmarktes. Und bei 44.000 Tassen ist auch klar, warum es noch eine Möglichkeit geben muss, den Inhalt dann irgendwo hinzuschaffen. Und, aber jetzt mal ohne Spaß, es ist gut, dass wir auch dieses System haben, dass wir Tassen hier anbieten und kein Plastemüll. Die EU hat ja gestern die Verordnung beschlossen, dass Plastemüll immer mehr der Vergangenheit angehören sollte. Und das wird uns auch, weil es geht ja da auch um Plastikgeschirr, das wird uns auch noch vor Herausforderungen stellen. Herr Stadtrat Kramer, bitte. Ja, Frau Bürgermeisterin, werte Mitglieder des Stadtrates, Susi und Heidi, das sind nicht nur zwei hübsche Vornamen, sondern wenn man diese Worte in einem Stadtteil ausspricht, in einem Stadtteil von Zwickau, nämlich in Schneppendorf, erweckt das böse, oder hat das bis jetzt böse Erinnerungen erweckt. Das war nämlich die Bezeichnung für großräumige Kies- und Sandabbaugebiete in unserem Stadtgebiet. Wir hatten uns da lange drüber unterhalten, auch im Stadtrat. Es bildete sich eine Bürgerinitiative, die mit Unterstützung der Stadt Zwickau dafür gesorgt hat, dass Tendenzen in die Diskussionen kamen, denn die Stadt Zwickau hat damals schon gesagt, die bereits bestehenden Sandgruben, Kiesgruben erfüllen eigentlich, decken den regionalen Bedarf hier. Das wurde vom Ortschaftsrat in Grossen unterstützt, von der Stadtverwaltung und auch wir, wer sich noch erinnern konnte, wer im vorletzten Stadtrat war. Es gibt einen Stadtratsbeschluss, der die Meinung der Verwaltung gestützt hat. Zur Gedächtnisauffrischung. Wie kam das alles zustande, dieser gesamte Verfahrensweg? Er begann im Jahre 2012. Da stellten die Sandwerke Bisern, und das sind nicht nur die kleinen Sandwerke in Bisern, sondern Bisern ist eine Filiale bzw. ein Betriebsteil eines der größten deutschen Baustoffherstellers, nämlich Heidelberger Zement. Den Antrag beim Sächsischen Oberbergamt, um Bergwerkseigentümer dieser beiden Felder zu werden. Aufgrund der damaligen Gegebenheiten hat das Sächsische Oberbergamt diesen Antrag zurückgewiesen. Bisern ging die Revision zum Verwaltungsgericht nach Chemnitz. Chemnitz hat die Handlung des Oberbergamtes bestätigt. Darauf ging Bisern zum Oberverwaltungsgericht nach Bautzen. Bautzen hat den Bescheid des Verwaltungsgerichts Chemnitz aufgehoben. Das bedeutet also, dass Bisern wieder Eigentum der Bergwerksrechte hat. Es wäre möglich gewesen, dort einen Widerspruch einzulegen vom Sächsischen Oberbergamt. Und damit hätte man zumindest den Weg freigemacht für ein weiteres Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Das Sächsische Oberbergamt hat aber die Widerspruchsfrist verstreichen lassen. Ich als Ortsvorsteher kann nicht direkt
bei diesen Behörden, weder beim SMBA in Dresden noch beim Sächsischen Oberbergamt, um Auskunft bitten. Deshalb jetzt hier meine Fragestellung. Anlass und der Hintergrund war, auf Berufung der Sandwerke Bison GmbH hat das Oberverwaltungsgericht Bautzen mit Datum vom 30. Mai 2018 das Urteil des Verwaltungsgerichts Chemnitz vom 25. Mai 2016 teilweise geändert und den Bescheid des Sächsischen Oberbergamtes Freiberg vom 26. Juli 2012 und dessen Widerspruchsbescheid vom 28. September 2012 aufgehoben. Aktenzeichen XXX. Durch Verzicht auf fristgerechte Beschwerde gegen oben angeführtes OVG-Urteil verzichtete das Sächsische Oberbergamt bzw. der Freistaat Sachsen auf Verfahrensübergang an das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Ich bitte die Stadtverwaltung in diesem Zusammenhang um Nachfrage beim Sächsischen Oberbergamt zu folgenden Problemen. Warum hat das Sächsische Oberbergamt bzw. der Freistaat Sachsen auch in Bezug auf die grundsätzliche Bedeutung im Sinne einer endgültigen Grundsatzentscheidung von seinem Recht auf fristgerechte Beschwerde gegen oben angeführtes OVG-Urteil keinen Gebrauch gemacht und wer hat diesen Verzicht angewiesen? Und Frage 2, hat das Sächsische Oberbergamt bzw. der Freistaat Sachsen als obigen Anlass gegebenenfalls auf andere Rechtsmittel verzichtet? Ich bitte mündliche und schriftliche Beantwortung. Sehr geehrter Herr Stadtrat Kramer, ich hatte ja in der Einwohnerversammlung Nordfurcht, in den nordlichen Stadtteilen in Mosel in der Sporthalle, das Thema dort auch angebracht. Wir sind als Stadt, haben wir das erste Mal davon erfahren, dass es diese Entscheidung vom Oberverwaltungsgericht gibt. Als der regionale Planungsverband damit konfrontiert worden ist im Zusammenhang mit der Regionalplanung. Und Sie haben ja den Sachverhalt dargestellt, wer für was zuständig ist. Nachdem Ihre Frage eingegangen ist, hatte ich jetzt das Sächsische Oberbergamt angeschrieben. Sie möchten mir unverzüglich die Fragen beantworten. Ich habe auch hingewiesen, dass wir heute hier die Stadtratssitzung haben. Ich habe noch keine Antwort. Wenn die vorliegen wird, bekommen Sie die selbstverständlich. Nur so viel, wir haben uns aber, nachdem wir als Stadt das erfahren haben, wie das Gerichtsurteil ausgegangen ist, sofort auch wieder an den Landkreis gewandt und mitgeteilt, dass die Stadt Zwickau bei ihrer Einstellung und Auffassung bleibt, dass der Abbau von Kies in den Abbaugebieten Susi und Heidi nicht erforderlich ist und dass wir das ablehnen. Und wenn die, warum jetzt nicht in Widerspruch gegangen, das Oberbergamt nicht in Widerspruch gegangen ist, wenn die Antwort vorliegt, werde ich sie Ihnen dann mitteilen. Herr Juraschka, bitte. Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, meine Damen und Herren Stadträte, ohne dass der Dr. Schick und ich mich jetzt abgesprochen haben, er hat vorhin in der Haushaltsdebatte sich für die Freiwilligen Feuerwehren eingesetzt, ist an mich eine Frage unabhängig oder parallel davon herangetragen worden, die mich erstmal grundhaft ein bisschen irritiert hat und die für mich an der Stelle ein bisschen was mit Gleichbehandlung von Kameraden und Kameradinnen der Feuerwehren zu tun hat. Deswegen meine Frage: Wann bekommen die Kameraden und Kameradinnen der Freiwilligen Feuerwehren den gleichen kostenlosen Impfschutz wie ihre Kollegen bei der Berufsfeuerwehr? Hier im Speziellen ist die Nachfrage nach Hepatitis A und B der Grund, die momentan nur für 16- bis 18-Jährige kostenlos ist. Sehr geehrter Herr Juraschka, Ihre Frage wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Mitte bereits im November 2018 gestellt und vom Feuerwehramt und auch vom Sicherheitstechnischen Dienst im Dezember jetzt beantwortet. Bisher hat nur diese Feuerwehr diese Frage gestellt.
In den Antworten wurden den Feuerwehrangehörigen bezüglich der Vorsorgeimpfung die Sachverhalte zur Einsatzstellenhygiene, zu vorhandenen Schutzausrüstung und zur Gefährdungsbeurteilung dargelegt. Der Unterschied zwischen Berufsfeuerwehr und freiwilliger Feuerwehr bezüglich der Vorsorgeimpfung Hepatitis A und B besteht darin, dass die Berufsfeuerwehr am Rettungsdienst mit Rettungsdienstfahrzeugen teilnimmt. Im Rettungsdienst ist das eine Pflichtmaßnahme, also eine Pflichtvorsorge, die der Arbeitgeber für seine Beschäftigten erfüllen muss. Also nochmal, Berufsfeuerwehr und Rettungsdienst. In der Berufsfeuerwehr gibt es auch eine Rettungswache. Und die Feuerwehrleute, die auch am Rettungsdienst teilnehmen, wir haben ja ein rotierendes System, dass sowohl Berufsfeuerwehrleute beim Rettungsdienst sind als Rettungssanitäter und dann auch wieder in der Berufsfeuerwehr oder in der Leitstelle, also die, die im Rettungsdienst tätig sind. Und da kann es auch durchaus sein, dass mal ein Jahr einer in der Leitstelle sitzt oder in der Berufsfeuerwehr. Dem steht die Hepatitis A und B-Impfung zu. Das hat also nichts mit dem Feuerwehrdienst zu tun, sondern das hat was zu tun mit dem Einsatz im Rettungsdienst. Im Januar 2019 wird es in Zwickau einen neuen Betriebsarzt wieder geben. Der Hauptausschuss oder Finanzausschuss hat ja über die Vergabe entschieden. Diese arbeitsmedizinische Frage hinsichtlich der Impfung wird mit ihm nochmal abgestimmt werden. Die bisherige Abstimmung mit den früheren Betriebsärzten sah für den reinen Feuerwehrdienst keine Vorsorgeimpfung vor. Also Feuerwehrdienst wäre dann sowohl Freiwillige als auch Berufsfeuerwehr. Jetzt die Impfung bei der Berufsfeuerwehr nur für den Rettungsdienst. Herr Itzek, bitte. Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, unsere Anfrage betrifft die Prüfung der Vergabekammer bezüglich des Fundtiervertrages, Drucksachennummer BV 190 aus 2018. Gegen diese Vergabe, viel diskutiert beim letzten Mal durch den Stadtrat, hätte der Tierschutzverein Zwickau und Umgebung Widerspruch eingelegt. Gibt es bezüglich dieses Widerspruchsprüfauftrages von der Vergabekammer Informationen vorliegend in der Stadtverwaltung? Ich bitte um mündliche und schriftliche Beantwortung. Die mündliche Beantwortung können wir erst in der nächsten Stadtratssitzung durchführen, weil ich jetzt aktuell dazu keinen Kenntnisstand habe und die Antwort erst heute eingegangen ist. Weitere Anfragen? Herr Binder. Also bei mir geht es nicht um Susi und Heidi, ich habe was Banaleres, Mülleimer. Die Situation am Neumarkt hat sich ja zwischenzeitlich Gott sei Dank entspannt. Offensichtlich sind ja die Lärmbelästigungen zurückgegangen. Allerdings scheint es dort noch ein Problem mit dem Müll zu geben. Meine Anfrage, wäre es möglich, dort noch einen zusätzlichen Mülleimer aufzustellen in der Nähe der Haltestelle? Und Frage 2, der Sportplatz gegenüber der Ditte-Schule scheint jetzt ein neuer neuralgischer Punkt zu werden, wo es des Öfteren zu Streitigkeiten kommt. Da scheint es so zu sein, dass die Leute, die dort Sport treiben, oft Streit bekommen mit Personen, Leuten, die offiziell dort nicht Sport treiben sollten. Scheint des Öfteren schon Polizeieinsätze zu geben. Grund hierfür wäre angeblich, dass der Nordplatz nicht umzäunt ist oder nicht ordnungsgemäß umzäunt ist. Meine Frage, wäre es möglich, den Nordplatz zu umzäunen? Ich glaube, das wäre dann auch, wenn es eingefriedet ist, eine bessere Handhabung für die Polizei, um dort einzustreiten, wenn es dort Auseinandersetzungen gibt. Danke. Ja, werden wir schriftlich beantworten. Weitere Fragen? Herr Vorberg. Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Mitglieder des Rates,
Meine Anfrage bezieht sich auf eine Pressemitteilung in der Chemnitzer Morgenpost vom 19.12.2018 mit der Überschrift: Wie hart trifft der Aufschwung die Region Chemnitz? Die Wirtschaftsauskunftskanzlei Birkel prophezeit für 2019 eine Pleitewelle, von der vor allem Automobilzulieferer und der Handel betroffen sein sollen. Ich erlaube mir, aus dem Presseartikel zu zitieren: Durch den Wandel zur Elektromobilität stehen wir tatsächlich vor einer Umbruchssituation, bei der es Gewinner und Verlierer geben wird. Dies bestätigt der IHK-Geschäftsführer Christo Kneuberg, verantwortlich für die Standortpolitik in Chemnitz. Weiterführend spricht Herr Neuberg von ca. 20 Unternehmen, die gegenwärtig durch den Werksumbau von VW massive Probleme haben. Er sagt aber auch, dass der Panikmacher kein Anlass bestünde, weil mittelfristig genauso viele Arbeitsplätze entstehen wie wegfallen. Meine Fragen dazu wären: Wie viele Unternehmen der Zulieferindustrie sind im Standortbereich Zwickau durch den Umbau der Produktionsstätte VW Mosel betroffen? Zweite Frage: Trifft die Erkenntnis zur nicht bestehenden Panikmache für die Automobilbranche auch für den Zwickauer Standort zu? Dritte Frage: Wie sehen die Prognosen für den Groß- und Einzelhandel seitens der Verwaltung und der Industrie- und Handelskammer für 2019 der Region Zwickau aus? Nach dem letztlichen Terminkalender und Sitzungskalender haben wir ja im Januar keine Stadtratssitzung. Ich bitte, wenn es möglich ist, im Februar um eine Beantwortung im Stadtrat. Dankeschön. Also um eine mündliche Beantwortung der nächsten Stadtratssitzung. Gut, danke, werden wir so machen. Frau Drechsel. Im vergangenen Sommer hatte ich gemeinsam mit einer Delegation die Möglichkeit, unsere Partnerstadt in der Ukraine zu besuchen. Dabei hat sich herausgestellt, dass wir Ärzte angetroffen haben, die interessiert waren oder interessiert sind, an einer Hospitation im Heinrich-Braun-Klinikum in Zwickau teilzunehmen. Ich danke der Stadtverwaltung Zwickau und dem HBK, dass es noch in diesem Jahr möglich wurde, im Dezember Ärzten die Möglichkeit, unserer Partnerstadt zu geben, im Bereich der Kardiologie, Gefäßchirurgie und in der Gynäkologie. Die sind heute, ihren letzten Tag, sind sie verabschiedet worden im HBK, wurden professionell begleitet. Und meine Frage ist: Könnten Sie sich vorstellen, dass auch im nächsten Jahr 2019 eine ärztliche Hospitation wieder an unserem städtischen Klinikum im Heinrich-Braun-Krankenhaus Zwickau stattfinden kann? Vielleicht in den Bereichen Psychotherapie, Geriatrie und, was war es noch, was Sie sagten, Onkologie. Ich bitte um schriftliche Beantwortung meiner Frage. Vielen Dank. Werden wir so tun. Weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann beenden wir den Tagesordnungspunkt 4, Anfragen der Stadträte, und kommen zu Tagesordnungspunkt 5, Personal- und Sachentscheidungen. 5.1, Besetzung der Stelle Amtsleiter im Liegenschafts- und Hochbeamten. Die Stelle wurde ausgeschrieben. Es gab Bewerbergespräche, der drei Bewerber wurden eingeladen. Die Verwaltung hat sich entschieden, dem amtierenden Amtsleiter seit März 2018 amtierenden Amtsleiter Herrn Christoph Kaufmann mit dieser Stelle zu beauftragen. Und der Haupt- und Verwaltungsausschuss hat Ihnen das ebenfalls einstimmig empfohlen. Herrn Kaufmann, denke ich, den brauchen wir Ihnen jetzt nicht zu zeigen, sondern den kennen alle. Er war jahrelang stellvertretender Amtsleiter, jetzt amtierender Amtsleiter. Sie kennen ihn vor allen Dingen aus Ausschusssitzungen heraus und vielleicht auch mal aus Themen, die den Hochbau betreffen oder auch die Verwaltung von unseren Liegenschaften. Und deshalb würde ich Sie jetzt bitten, falls Sie noch Fragen haben an mich oder an Herrn Kaufmann, das jetzt zu tun. Und sonst würden wir zur Wahlhandlung übergehen.
keine weiteren Fragen. Herr Hahn. Vielleicht kann er doch mal aufstehen, weil ich glaube nicht, dass alle von uns in diesen Ausschüssen sind oder mit dem Bauamt jetzt, die ganze Zeit zu tun haben. Danke. Hier ist der Herr Kaufmann. Gut. Danke, Herr Kaufmann. Fragen? Nicht? Dann frage ich, können wir offen abstimmen? Das ist möglich. Und ich stelle zur Abstimmung, Herr Christoph Kaufmann wird ab 01.01.2019 als Amtsleiter des Liegenschafts- und Hochbeamtes eingesetzt. Mit der dauerhaften Übertragung der Aufgaben erfolgt eine Höhergruppierung von der EG 12 in die EG 15. Wer das so sieht, den bitte ich ums Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Enthaltungen? Eine Enthaltung. Herr Kaufmann, ich gratuliere Ihnen, dass Sie gewählt worden sind. Eine große Aufgabe steht vor Ihnen. Sie haben ja die Beschlussfassung des Haushaltes live miterlebt und haben auch die entsprechenden Zuarbeiten gemacht. Und die Herausforderungen, die dort vor dem Hochbeamt stehen, die sind im Haushaltsplan niederbeschrieben. Die sind Ihnen aber auch selbst bewusst, dass Sie ja auch schon jahrelang dort arbeiten. Gemeinsam mit Ihrer Bürgermeisterin werden Sie die Aufgaben angehen und hoffentlich auch gut bewältigen. Dankeschön. Tagesordnungspunkt, Herr Binder. Ich möchte kurz mein Abstimmungsverhalten rechtfertigen. Mit meiner Enthaltung, oder meine Enthaltung richtet sich überhaupt nicht gegen Herrn Kaufmann, den ich hier alles Gute wünsche für sein neues Amt. Es ist mein persönliches Empfinden über die Unzufriedenheit der Verfahrensweise mit Herrn Richtsteiger. Und deswegen habe ich mich enthalten. Danke. Tagesordnungspunkt 5.2, Besetzung der Stelle Amtsleiter in Personal- und Hauptamt. Vorgeschlagen wird Herr Frank Eiben, den kennen die meisten noch nicht, weil nur die Mitglieder im Haupt- und Verwaltungsausschuss bisher ihn kennenlernen durften. Und deshalb bitte ich Herrn Eiben mal aufzustehen. Das ist Herr Frank Eiben. Vielen Dank. Die Frau Hussner, die verdiente Amtsleiterin des Haupt- und Personalamtes oder Personal- und Hauptamtes, nutzt die Möglichkeit der Altersteilzeit. Man sieht ihr es nicht an, aber sie ist schon in diesem Alter, dass sie die Chance nutzen darf und geht mit dem 30.04. in den Ruhestand. Die Stelle wurde öffentlich ausgeschrieben. Es gab doch eine Anzahl von Bewerbungen, auch eine Anzahl von Bewerbungen, wo die Eignung nicht vorhanden war, entsprechend des Abschlusses, aber auch geeignete Bewerber. Es gab schwerbehinderte Bewerber, es gab Frauen. Und in diesem Zusammenhang war die Kommission, die die Auswahl getroffen hat, auch mit den zuständigen Mitarbeitern der Stadtverwaltung bestückt. Das war ich als Oberbürgermeisterin, in deren Geschäftskreis ja auch das Haupt- und Personalamt liegt, die Frau Hussner als Amtsleiterin Haupt- und Personalamt, die Frau Lehmann als Gleichstellungsbeauftragte und Frauenbeauftragte, der Herr Form als Vorsitzender des Personalrates und der Herr Schettler als Schwerbehindertenvertreter in der Stadtverwaltung. Wir haben uns die eingeladenen Bewerber angehört und wir sind einvernehmlich zu der Überzeugung gekommen, dass Herr Frank Eiben mit seiner Vorstellung, mit seinem bisherigen beruflichen Weg die besten Voraussetzungen hat, um die Nachfolge von Frau Hussner anzutreten. Herr Eiben ist gebürtig in Brandenburg. Seinen Lebensmittelpunkt hat er in Thüringen. Er arbeitet aktuell in Bamberg als Leiter der Arbeiterwohlfahrt in Bamberg. Und er möchte sich näher der Heimat beruflich jetzt betätigen, weil der doppelte Wohnsitz Bamberg und in einem Dorf zwischen Zollenroda und Greiz ihn doch
sehr anstrengend und auch große Herausforderungen für die Familie bedeutet und hat diese Stellenausschreibung gelesen und hat gesagt, das ist was für dich, ist eine neue Herausforderung und hat sich beworben und wie gesagt, wir haben ihn ausgewählt. Herr Eiben ist noch bei der Arbeiterwohlfahrt Bamberg als Geschäftsführer angestellt. Er hat seinen Arbeitgeber informiert über diese Bewerbung, auch dass heute hier die Entscheidung stattfindet. Der Arbeitgeber, die Arbeiterwohlfahrt Bamberg, hat natürlich jetzt auch ein Problem, wenn Herr Eiben nach Zwickau kommt. Sie müssen einen Nachfolger finden. Das werden Sie, wer wird dieser Arbeitgeber, wenn Sie jetzt Herrn Eiben wählen, auch tun. Und er hat aber selbst eine Kündigungsfrist, wo sein Arbeitsverhältnis dann erst am 31.12.2019 endet. Er hat auch mit seinem Arbeitgeber gesprochen, wenn es möglich ist, dass er eher loskommt, also dass eher ein Nachfolger gefunden wird, dann wird das auch so gemacht werden. Deshalb also diese in der Beschlussfassung diese Möglichkeit 1.1.2020, frühestens jedoch zum 1.5.2019, also zwischen 1.5.2019 und 1.1.2020 wird also Herr Eiben dann die Leitung des Haupt- und Personalamtes übernehmen. Dass dort auch große Herausforderungen an ihn dann gestellt werden, das hat er heute ja mit der Beschlussfassung des Haushaltes erlebt. Wir haben uns schon vorhin noch mal kurz verständigt. Das ist ihm bekannt und das erlebt er auch in seinen bisherigen Beschäftigungen in der freien Wirtschaft oder jetzt bei dem Wohlfahrtsverband. Ich bitte Sie also, dem Vorschlag der Verwaltung zuzustimmen und frage, gibt es von Ihrer Seite aus Gesprächsbedarf, Fragen an die Verwaltung oder an Herrn Eiben? Das sehe ich nicht. Dann frage ich, ist offene Abstimmung möglich? Ja, und dann stelle ich zur Abstimmung. Herr Frank Eiben wird spätestens ab 01.01.2020, frühestens jedoch ab 01. Mai 2019 bei der Stadtverwaltung Zwickau als Amtsleiter des Personal- und Hauptamtes eingestellt und nach Entgeltgruppe 15 vergütet. Wer dem folgen kann, den bitte ich ums Handzeichen. Danke, Gegenstimmen, Enthaltungen. Herr Eiben, vielen Dank, dass Sie sich dieser Prozedur gestellt haben und ich hoffe auf eine gute Zusammenarbeit mit Oberbürgermeisterin und Stadtrat. Tagesordnungspunkt 5.3, Besetzung der Mitglieder des Gemeindewahlausschusses für die Kommunalwahlen 2019. Wir schlagen Ihnen vor, als Vorsitzenden den amtierenden Leiter des Bürgeramtes, Herrn Stefan Frank, und seine Stellvertreterin Sabine Naumann als Stellvertreterin für den Gemeindewahlausschuss. Und die Fraktionen haben uns wie folgt informiert und Vorschläge eingereicht. Als Beisitzer Herr Klaus Seltmann, Stellvertreter André Mehner, Beisitzer Rainer Eichhorn, Stellvertreter Karin Richter, Beisitzer Hans-Christian Hecker, Stellvertreter Dietmar Landrock, Beisitzer Johannes Friedrich, Stellvertreter Anton Tschiak, Beisitzer Günter Löschner, Stellvertreter Ruth Schulz, Beisitzer Thomas Form, Stellvertreter Thomas Bräunig. Gibt es dazu jetzt noch Redebedarf? Das sehe ich nicht. Gibt es Widerspruch gegen offene Wahlhandlung? Auch nicht. Dann stelle ich zur Abstimmung die Personen in den entsprechenden Funktionen für den Gemeindewahlausschuss für die Kommunalwahl 2019, wie ich sie soeben verlesen habe. Wer dem folgen kann, den bitte ich ums Handzeichen. Danke, Gegenstimmen. Enthaltung ist auch einstimmig beschlossen. Tagesordnungspunkt 5.4, Verlängerung der Dienstvereinbarung über Regelungen zur Altersteilzeit in der Stadtverwaltung Zwickau. Der Personalrat der Stadtverwaltung Zwickau hat sein Initiativrecht wahrgenommen und hat mich als Oberbürgermeisterin angeschrieben,
mit der Initiative die Möglichkeit, die Altersteilzeit auch für die Geburtsjahrgänge 1960 und 61 anzubieten, einzuführen. Wir haben ja die bisherige Regelung zur Altersteilzeit, die auch vom Stadtrat beschlossen wurde, die Ende diesen Jahres ausläuft. Die Tarifparteien haben das nochmal ausgehandelt und es besteht also noch die Möglichkeit, das auch für die Geburtsjahrgänge, die ich vorhin benannt habe, anzubieten. Und das schlagen wir Ihnen heute vor. Als Oberbürgermeisterin habe ich auch gesehen, dass wir da eine Möglichkeit haben, älteren Arbeitnehmern, die nachgewiesenermaßen nicht öfters krank sind, aber länger krank sind und damit die Krankheitstage gegenüber jüngeren Arbeitnehmern einfach viel mehr sind, dass wir denen die Möglichkeit geben, dieses Angebot auch anzunehmen und damit auch letztendlich die Arbeitsqualität und in der Verwaltung oder in den einzelnen Bereichen zu verbessern. Denn wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer fehlen wegen Krankheit, müssen andere die Arbeit mitmachen oder sie bleibt liegen. Und das führt oft zu Frust, entweder bei den Beschäftigten oder manchmal auch bei Bürgerinnen und Bürgern, weil ihre Anliegen nicht so schnell bearbeitet werden können. Das ist ein Punkt und ein weiterer Punkt ist natürlich auch, dass wir dort unser Personal, welches ja im Altersdurchschnitt immer noch weit oben liegt, obwohl wir schon über die Auszubildenden und über auch Einstellungen von jüngeren Menschen dort schon die Situation verbessert haben, also auch um den Altersdurchschnitt in der Verwaltung insgesamt zu senken und ein gesünderes Klima oder ein gesünderes Verhältnis zwischen älteren und jüngeren Arbeitnehmern zu schaffen. Natürlich kostet das auch Geld. Das ist Ihnen auch angefügt. Auswirkungen auf den Haushalt 1920 hat das noch nicht. Deshalb ist auch die Beschlussfassung jetzt. Also wenn es angenommen werden würde, hätten wir ja sonst den Haushalt noch ändern müssen. Das ist erst in die Zukunft gerichtet. Dass junge Arbeitnehmer erst mal weniger verdienen, das wiegt manches auf von Mehrkosten, die entstehen, wenn jemand in Altersteilzeit geht. Aber meine sehr verehrten Damen und Herren Stadträte, auch das, was Sie vorhin beschlossen haben, dass wir ein Personalentwicklungskonzept vorlegen sollen mit KW-Vermerken, wenn ältere Arbeitnehmer ausscheiden, dort die Stelle nicht mehr zu besetzen. Auch das wäre gut, wenn wir jetzt nochmal die Möglichkeit der Altersteilzeit bieten würden, weil wir dann einfach auch mehr Stellen hätten, wo wir prüfen können, müssen die wieder besetzt werden, ja oder nein. Gibt es Wortmeldungen dazu? Herr Wied. Ich verwechsel sie immer mit dem Herrn Wied. Aber das ist natürlich, dass ich sie mit einem jüngeren Mann verwechsel. Das ist eigentlich ehrenvoll. Na ja, ich nehme das mal positiv. Vielen Dank. Ja, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, meine Damen und Herren. Ich fürchte jetzt vor der Debatte, die wir vorhin geführt haben über den Haushalt, könnte das jetzt ein bisschen den Blick einzig auf die Zahlen jetzt lenken und davor möchte ich warnen. Ja, es ist zunächst eine große Zahl, die dafür aufgewandt werden muss, aber ich denke, erstens geht es hier um Menschen und nicht um Zahlen und zweitens wird diese Regelung auch Vorteile haben. Frau Dr. Findeis hat es ja schon gerade gesagt, aber ich will Ihnen noch was sagen. Sie wissen ja, ich bin im Landesdienst beschäftigt. Wir haben eine solche Regelung bei uns nicht mehr. Wir hatten die, aber wir hatten bei uns keine Altersteilzeit im Blockmodell mehr. Und ich bedauere das sehr. Ich bedauere das sehr aufgrund der Lebenswirklichkeit, die eben eine andere ist als eine typische Erwerbstätigkeitswirklichkeit, das ist. Es ist halt so, wie Frau Dr. Finders das gerade schon gesagt hat,
Manche können nicht mehr so lange arbeiten, auch weil sie vielleicht krank sind, vielleicht jemanden pflegen müssen, aber auch vielleicht einfach mit den Veränderungen in der Arbeitswelt nicht mehr zurechtkommen. Ne? Stichwort Digitalisierung, ich sage Ihnen da ja nichts Neues. Manche wollen auch nicht mehr, manche sagen, ich habe mir ein gewisses finanzielles Polster geschaffen, ich kann eher in Ruhestand treten, ich habe noch Ziele im Leben, die ich mir erfüllen will. Wer will darüber urteilen? Ich denke, wir sollten uns das nicht machen. Und über die Belastungen, die daraus entstehen, wenn Menschen, die nicht mehr länger arbeiten können oder auch nicht mehr länger arbeiten wollen, hat auch Frau Dr. Findeis eben schon was gesagt. Ich meine, wir haben die Statistik ja im Ausschuss eingesehen, wie der Krankenstand ist. Wir wissen auch, dass der prozentuelle Anteil älterer Mitarbeiter hier noch so hoch ist. Und dafür, um diese Probleme zu lösen, ist die Altersteilzeit ein exzellenter Problemlöser. Wir können das Betriebsklima verbessern, indem wir die persönlichen und die betrieblichen Interessen in Übereinklang bringen. Wir können Stellen zur Neubesetzung freikriegen. Ich möchte nur darauf aufmerksam machen, dass wir ja im Moment schon eine stärkere Fachkräftenachfrage haben. Das ist ja nichts Neues, da reden wir ja ständig drüber. Und ich befürchte, in ein paar Jahren wird aus dieser hohen Nachfrage eine Fachkräftekrise entstehen. Und solange der Arbeitsmarkt noch qualifizierte Menschen hergibt, die auch für die Stadtverwaltung in Frage kommen, wäre es schlecht, wenn wir dieses Potenzial nicht jetzt nutzen, wo es zur Verfügung steht. Also ich sage mal, es handelt sich hier nicht um ein Geschenk an die Mitarbeiter, es handelt sich um eine positive Investition in eine gesunde Mitarbeiterstruktur. Und deswegen wird meine Fraktion dieser Vorlage zustimmen und ich bitte Sie, dies ebenfalls zu tun. Danke. Weitere Wortmeldung? Geschäftsordnungsantrag? Ich beantrage vor der Abstimmung im Namen meiner Fraktion namentliche Abstimmung. Keine weiteren Wortmeldungen, dann beende ich die Diskussion und wir haben namentliche Abstimmung, da es eine Fraktion beantragt. Ich werde jetzt jeweils nur den Vornamen verlesen, das bitte nicht, den Nachnamen nicht als unhöflich ansehen. Ansorge? Nein. Arndt? Nein. Beierlein? Nein. Binder? Nein. Böttger? Ja. Brandl? Nein. Brückner? Ja. Donner? Ja. Drechsel Christiane? Drechsel Julia? Nein. Drechsel Tristan? Nein. Dürr? Ja. Tschirtschon? Nein. Fäustel? Nein. Fischer? Ja. Vorberg? Nein. Gerisch? Ja. Gruß, Entschuldigung, der ist fehlt. Hähner Springmühl? Nein. Hahn? Ja. Heinzig? Ja. Hillert? Nein. Itzek? Nein. Juraschka? Ja. Kutzki? Ja. Kramer? Nein. Luther Michael? Nein. Luther Monika? Nein. Müller? Ja. Otto? Nein. Pescher? Ja. V? Reinhold? Reichel, ja. Riedel, ja. Rockstroh, ja. Rudolf, ja. Schick, Enthalte. Seide, Reiner, ja. Uwe, Nein. Siegel, Nein. Sippel, ja. Strunz, Nein. Teichert, ja. Wied, ja. Wolf, ja. Wühl, ja. C, ja. Findeis, ja.
So, das ist für mich jetzt wirklich ein überraschendes Ergebnis. 23 Ja-Stimmen, 22 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen, und damit ist der Antrag angenommen. Tagesordnungspunkt 5.5, Zug Umweltdienste. Herr Bürgermeister Mayer, bitte. Frau Dr. Finders, werte Mitglieder des Rates, die heute anstehende Beschlussfassung ist eigentlich das späte Resultat der vor fast 10 Jahren durchgeführten Kreisgebietsreform. Zur Erinnerung, die Stadt musste damals aufgrund des Verlustes der Kreisfreiheit natürlich auch die Aufgabenträgerschaft über Abfallbeseitigung im Stadtgebiet an den Landkreis abgeben. Damit entfiel auch die Verpflichtung zur Unterhaltung eines abfallwirtschaftlichen Unternehmens, aber wir hatten es ja noch seit dem Jahr 1992 in Form mittelbar über die Stadtwerke Holding und in Form der ZUG, Zwickau Umweltdienste GmbH und Co. KG. Mitgesellschafterin Remondis. Hauptgeschäft war in den früheren Jahren stets Einsammeln und Abtransport der Haushaltsabfälle in der Stadt Zwickau. Als der Entsorgungsvertrag 2013 auslief, musste der betroffene Teilbetrieb der ZUG samt Personal und Technik an ein Entsorgungsunternehmen des Landkreises abgegeben werden. Mit den verbliebenen Aufträgen und Umsätzen und den voran eingeschränkten Möglichkeiten zur Akquise neuer Aufträge war de facto, und das wissen Sie alle noch, eine zufriedenstellende Rentabilität in den Folgejahren nicht mehr gegeben. Relativ hohe Verschuldung, auch mit der Ursache als Grundstücksankäufen, die in den 90er Jahren erfolgte. Letztendlich führte die negative wirtschaftliche Entwicklung im Jahr 2015 zum Verkauf des kompletten operativen Geschäfts an den Mitgesellschafter. Seit diesem Zeitpunkt hat das Unternehmen kein Personal mehr und besaß als Betriebsvermögen lediglich noch das Betriebsgrundstück. Dieses wurde schließlich in diesem Jahr an die Stadt verkauft. Da die Mitgesellschafterin kein Interesse am Erwerb der bestehenden Firmenhülle hat, hat die logische Konsequenz der geschilderten Entwicklung die Auflösung des Unternehmens zur Folge. Da es sich hier um eine GmbH und Co. KG handelt, deren geschäftsführende Gesellschafterin eine Verwaltungs GmbH ist, war ein zeit- und kostengünstiges Modell zu entwickeln. Das finden Sie in der Vorlage in den letzten 3 Absätzen. Also, kurz gesagt, die beiden Gesellschafterinnen der Kommanditgesellschaft erklären ihren Austritt zum 31.12.2018. Das heißt, es hätte die Löschung der Gesellschaft im Handelsregister sofort zur Folge. Und es wurde parallel dazu eine sogenannte Anwachsung aller vorhandenen Aktiva und Passiva an die ZUG-Verwaltungs GmbH passieren. Diese wird dann zum 01.01.2019 aufgelöst. Ab diesem Zeitpunkt beginnt de facto die Liquidationsphase, welche, wenn wir Glück haben, ideal nach einer Mindestfrist von 1 Jahr beendet werden kann. Dem Beschluss können Sie entnehmen, dass wir vorschlagen, dass der derzeitige Geschäftsführer der ZUG, Herr Steve Preisner, zum Liquidator bestellt wird. Der Finanzausschuss hat die Beschlussvorlage in seiner Sitzung am 4. Dezember vorberaten und empfiehlt Ihnen einstimmig die Zustimmung zum Beschluss. Danke, Herr Bürgermeister Mayer. Dazu Wortmeldung. Es wird jetzt noch nachgerechnet, ob das stimmt, das Ergebnis von vor uns, aber Leute, es stimmt. Also ich hab ja auch eine Stimme. Ja? Gut. Frage zur Drucksachennummer 241 aus 218. Gibt es da noch Fragen? Wenn nicht, dann können wir zur Abstimmung kommen. Ist es notwendig, das nochmal vorzutragen, was abgestimmt wird? Das ist nicht der Fall. Wer dann dem Vorschlag zustimmt in den Punkten 1 bis 5, den bitte ich ums Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Enthaltung? Damit ist es einstimmig beschlossen. Die Tagesordnungspunkte 5.6 und 5.7
werden jetzt zusammen vorgetragen von Frau Bürgermeisterin Köhler. Wir stimmen dann aber getrennt darüber ab, dass ja derselbe Sachverhalt ist. Frau Köhler, bitte. Ja, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, verehrte Stadträte, weil die EFRE-Maßnahmen der Kompaktschule von Ihnen immer Zustimmung gefunden haben und wegen unserer Weihnachtssitzung möchte ich die Vorlagen wirklich zusammenfassen und ganz kurz einbringen. Die neue Gestaltung der Außenanlagen der Kompaktschule in der Fröbelstraße ebenso wie die energetische Sanierung wurden von Ihnen bereits beschlossen, dass dies als EFRE-Maßnahme umgesetzt werden kann. Mit den beiden Vorlagen werden für beide Maßnahmen, die energetische Sanierung und die Außenanlagengestaltung, Mehrkosten aufgerufen. Für die Außenanlagen sind es rund 250.000 Euro, für die energetische Sanierung rund 30.000 Euro. Die Mehrkostenbegründung für beide Maßnahmen hat die Sächsische Aufbaubank mit Bescheid vom 5.11. in beiden Fällen anerkannt. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Sächsische Aufbaubank nicht vorhersehbare Mehrkosten bescheinigt. Es wird auch ganz klar ausgewiesen, dass die Stadt Zwickau die gestiegenen Baupreise nicht zu vertreten hat. Und ich bitte Sie, wie in der Vorberatung des Finanzausschusses, aber auch wie der von Ihnen anerkannte Träger hier, die Kompaktschule, immer Unterstützung erfahren haben, dass wir auch heute die Vorlagen beschließen. Danke, Frau Bürgermeisterin Köhler. Gibt es dazu Fragen, noch Hinweise? Sehe ich nicht. Dann stelle ich als erstes zur Abstimmung. Frage vorher, ist Wort, das einzelne Wort, soll das noch verlesen werden? Nein. Drucksache Nummer 232 aus 2018. Wer dem seine Zustimmung gibt, den bitte ich ums Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Enthaltung? Keine. Drucksache Nummer 200. Eine Enthaltung? Ja, gut. Eine Enthaltung. Entschuldigung. Drucksache Nummer 233 aus 2018. Ebenfalls Zuschüsse aus dem EFRE-Programm für die Kompakt GmbH. Wer dem seine Zustimmung gibt, bitte ums Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Enthaltung? Jetzt sehe ich es. Bei einer Enthaltung einstimmig beschlossen. Vielen Dank. Tagesordnungspunkt 5.8, Änderung Vorhabensbeschluss, Ersatzneubau Kita Marienhof. Frau Bürgermeisterin Köhler, bitte. Ja, sehr geehrte Mitglieder des Stadtrates, auch diese Vorlage in aller Kürze. Sie haben sich in der Vorberatung im Bau- und Verkehrsausschuss, aber auch mit der zurückliegenden Haushaltssatzung für die Notwendigkeit der Sanierung der Kindertagesstätte Marienhof ausgesprochen. Die Vorlage beinhaltet heute eine Erhöhung der Summe für das Vorhaben von 2,8 Millionen auf rund 3,3 Millionen Euro. Es wurde von Ihnen diskutiert, aber auch in den Medien. Es ist also hier eine Erhöhung, die wir zu untersetzen hatten im Planungsprozess, ohne im Baugeschehen zu sein. Die Fördermittelbewilligung ist bei der Stadt Zwickau eingegangen und ich bitte Sie, die Vorlage heute abzustimmen und das Vorhaben auf den Weg zu bringen. In der Vorlage ist ausgewiesen, dass die Umsetzung im Jahr 2019 starten soll. Danke, Frau Köhler. Gibt es Herr Drechsel, bitte. Ja, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, werte Ratsmitglieder. Ich habe der Vorlage, wie wir sie hier liegen haben, bereits im Bauausschuss zugestimmt, weil ich dort mehr oder weniger mal Gast war. Und ich hatte mir vergangene Woche oder vor zwei Tagen, als ich auf der Marienthaler Straße stadteinwärts war, gedacht, guck dir noch mal an, was du beschlossen hast oder was du heute noch mal beschließen sollst. Denn es geht ja schließlich um 3,3 Millionen. Wer die Ortslage kennt, ich komme aus Richtung Hagebaumarkt und wollte rechts abbiegen. Plötzlich stand vor mir ein Paketfahrzeug. Sofort war hinter mir ein Stau, also ich konnte nicht zurück und er konnte nicht raus.
Ergebnis, er ist die 50 Meter zurückgestoßen bis in das nächste Privatgrundstück, in die Einfahrt rein, und ich konnte reinfahren. Und als ich dann oben war bei der Kindertagesstelle, dachte ich so für mich, ui, alles sehr schön, die Zuwägung ist sehr gut, ist mal eine Feuerwehrzufahrt gemacht worden. Aber wenn wir jetzt dort oben eine neue Kindertagesstätte bauen, ich kann mir das nicht richtig vorstellen, weil 74 Kinder, es geht ja aus den Unterlagen hervor, oder Plätze werden dort ja mal sein, in den Spitzenzeiten bei Abholung, man kann das unten auf der Leipziger Straße beobachten, also wenn die Abholzeiten sind, ist dort richtig Betrieb, mal geschätzt dort vielleicht 20 bis 30 Fahrzeuge in der Stoßzeit, kein Begegnungsverkehr auf der Zufahrt möglich. Wie soll das dort gehen? Und auch den Bau konnte ich mir auch nicht so recht vorstellen, wenn, wo soll das Baufeld hin? Und wo kommen die, soll die Baufahrzeuge hin und her fahren, wenn dort nicht mal das Müllauto hinterfahren kann über die kleine Brücke? Und deswegen hatte ich mir die Unterlagen nochmal angeguckt und habe eben leider in den Vorhabensbeschluss oder drumherum nichts gefunden, was irgendwie in Kontakt steht mit der Zuwägung. Und das ist für mich also jetzt ein Punkt, den hätte ich gern noch, bevor ich der Sache jetzt hier zustimme, noch geklärt, wie man sich das denn vorstellt. Also ich möchte nicht, dass wir hier was beschließen und dann hinterher gucken wir uns wieder an und sagen, da haben wir nicht dran gedacht. Und denn die Situation, wie ich sie dort vorgefunden habe, bin ich der Meinung, da kriegen wir ein richtiges Problem. Frau Köhler, bitte. Also da das offensichtlich eine Einzelfrage jetzt von Stadtrat Drechsel ist, würde ich Sie auch bitten, dass Sie mal nach vorn kommen und hier nochmal Einsicht nehmen. Zur besseren Erklärung, ich erkläre es natürlich allen Mitgliedern des Stadtrates. Der vorhandene Bau, der vor dem alten Bestandsgebäude ist, wird abgerissen. Hier kommt der neue Baukörper hin. Sie fragten nach der Belegenheit und die Zuwägung wird also dann auch so erfolgen, den vorhandenen Anschluss. Das, was Sie mir jetzt gezeigt haben, Frau Baubürgermeisterin Köhler, ist genau das, was ich meine. Diese Zuwägung von der Mariendaler Straße bis dorthin, wo das neue Gebäude gebaut werden soll, dort geht nur ein Fahrzeug durch. Und in den Unterlagen steht, dass dort oben 8 Stellplätze sein werden, davon ein Behinderter. Also es ist nicht vorstellbar. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das dort funktionieren soll. Also ich habe mir jetzt mittlerweile sagen lassen, dass dort immer chaotisch zugeht. Und das ist jetzt für mich, wir bauen einen sehr schönen Kindergarten und das muss auch sein. Aber wenn diese Frage nicht geklärt ist, ist das für mich eine tolle Sache ohne Zugang. Und ich weiß, dass dieser Weg sehr schmal ist und vor allen Dingen neu gebaut. Also wenn es dort keine andere Zuwägung gibt, dann würde ich sagen, dann müsste die Verwaltung das erst nochmal klären und uns hier sagen, wie das gehen soll. Weil es wird ja sicherlich, wenn dort was gemacht werden muss, Kosten erzeugen. Und dann ist das schon ein Thema für den Rat. Also die Situation, wie sie dort ist, würde ich sagen, kann ich nicht mittragen. Jetzt wird der Weg ja auch schon genutzt. Wir werden vielleicht dann nur fahrenden Eltern den Kindergarten anbieten. Aber das war jetzt Scherz. Der Herr Mayer will dazu was sagen. Er ist ja zuständig für das Betreiben der Kindergärten, die Frau Köhler für den Bau. Sie kann dann auch noch was sagen dazu. Also das, sagen wir so, die Situation ist uns ja wohl bewusst, im Besonderen, wenn es in die Nutzungsphase geht. Aktuell ist es so, wie Sie es beschrieben haben. In der unmittelbaren Zuwägung wird sich in diesem neu gestalteten Bereich nichts ändern. Es ist jetzt schon so, dass dort 2 PKWs im Gegenverkehr nicht aneinander vorbeikommen. Keine Chance. Das werden wir nicht ändern können. Aber mehr kann ich aber hier dazu nicht sagen. Das hat aber jetzt unmittelbar mit der Vorlage gegenwärtig nichts zu tun. Wir sind gegenwärtig in Gesprächen mit Privateigentümern, denen dort Flächen gehören im unmittelbaren Bereich.
der Kita, die wir dann verwenden wollen, um das Problem des Anfahrens der Eltern, ich sage das mal so, für ihre Kinder in die Kita zu sichern. Wir müssen es bloß koppeln, also nicht koppeln, wir müssen es trennen von der jetzigen Vorlage, weil der Behandlungsstand noch nicht so ist, dass wir beide in voller Zufriedenheit, sprich Stadt- und Privateigentümer, zurechtkommen. Deshalb kann ich hier nicht mehr dazu ausführen. Das geht ja los, also wir kommen mit den 8 Stellplätzen nicht hin, das ist die Realität. Und wir kennen alle die Erfahrung, die Eltern wollen naturbedingt ihre Kinder natürlich nach Möglichkeit in den Aufenthaltsraum fahren. Das wird nicht so funktionieren, also wir suchen nach Lösungen, aber Verhandlungen an der Stelle sind eben manchmal etwas kompliziert. Aber rein mit der Vorlage, Ihre Frage will ich nochmal sagen, werden wir dort in die Zuwegen zur Straße nicht reinbringen. Was wir entzerren können, ist entsprechend des Neubaus und damit auch der Anzahl der Kinder, die sich dort erhöht, Regelungen zu finden, dass die Eltern ihre Autos anderswo abstellen müssen, also praktisch diese Zuwegenstraße gar nicht benutzen. Frau Köhler. Ja, die Eigentümer, wo Herr Bürgermeister Mayer ausführte, dass wir in Verhandlungen sind, sind auch ansässige Zwickauer Unternehmen, also sind auch Grundstückseigentümer, wo tatsächlich Verhandlungen stattfinden und nicht irgendwie auswärtig, was es uns erschwert. Und auch das beauftragte Planungsbüro geht hier davon aus, dass eine Lösung gefunden werden kann. Herr Dr. Schick. Da ja dann folglich noch was folgt, sollten wir nicht in Eingedenk der letzten Stadtratssitzung das Ding dann erster Bauabschnitt nennen. Weil dann kommt ja bestimmt noch was, die Straße, selbst wenn es dann gesichert ist, muss dann auch gebaut werden. Ja, kann ich. Frau Köhler, bitte. Ja, also bei, auch in Anbetracht der Entwicklung der Bausituation war es ja noch nie so, dass Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen von Neubauten von Kindertagesstätten und Schulen in den Vorhabensbeschluss mit inbegriffen waren. Ich möchte auch hier zum Beispiel Bezug nehmen auf den Turnerweg, als es um die neue Sporthalle ging. Auch das war eine getrennte Ausweisung. Und hier ist es so, wir haben eine geänderte Planung vorliegen. Diese ist also auch vom Fördermittelgeber bestätigt. Es ist eingepreist die Baupreisentwicklung, wie sie gegenwärtig ist. Sie ist abgenommen und da möchte ich jetzt hier auch nicht vom ersten Bauabschnitt sprechen. Dafür gibt es keinerlei Anhaltspunkte. Und auch der Fördermittelgeber hat dies so bestätigt. Und die bestätigen ja nicht nur unsere Ersatzneubauten, sondern freistaatweit. Und da gehen wir davon aus, dass das so seine Ordnung hat. Es gibt keinerlei Anhaltspunkte, dass das ein Stückwerk wird. Im Gegenteil. Herr Juraschka. Also ich würde gerne mal ein paar Fakten mit beitragen. Ich muss mich leider outen. Also ich bin so ein Helikopterpapa, dessen Kind in den Marienhof geht. Ist relativ einfach erklärt. Diese Kita hat nicht nur eine Zufahrt, sondern hat eben auch eine Zuwegung aus Richtung Paulushof. Die Kita Marienhof hatte schon mal Tiefbauarbeiten, was Straße und Stellplätze betraf. Da hat es also auch einwandfrei funktioniert. Das Problem an sich ist halt einfach, auf der Marienthaler Straße ist Parken verboten. Die Kita liegt weiter hinten drin. Somit ist erstmal von der Parksituation aus Richtung Paulushof kein Problem zu parken in der Nebenstraße. So wurde es beim letzten Bauvorhaben genauso gehandelt. Also ich sehe das Problem nicht, was der Herr Drechsel hier aufmacht. Ich denke, da wäre es auch sinnig gewesen, also vor im Vorfeld mal mit der Kita-Leiterin oder mit der Frau Keller zu unterhalten. Die Baumaßnahme wird herbeigewünscht, weil der Ersatzneubau, der da kommen soll, wirklich endlich überfällig ist. Das ist ein alter DDR-Neubau. Ich denke nicht, dass das ein Problem ist für die Eltern, weil die kennen schon, wenn die Zufahrt gesperrt ist, was das für Auswirkungen hat. Und darauf sind die auch gefasst. Also sehe ich nicht das Problem. Die Kita hat 2 Zugänge, eine Zufahrt und eine Zuwegung. Herr Drechsel. Ja, also ich wollte jetzt hier keinen Dreck unter Lehm machen, sondern ich habe lediglich für mich eine Sache erkannt. Ich habe dort kein Kind oder auch kein Enkelkind in der Kita, aber als ganz normaler Bürger, der mit dem Fahrzeug gelegentlich unterwegs ist, war das für mich erstmal beeindruckend.
Und wenn die Eltern und die Kita-Leute damit zurechtkommen, ist das voll in Ordnung für mich. Und von daher freue ich mich über die Aussage, dass das alles kein Problem ist. Und da brauche ich mir auch keine Sorgen machen. Was aber für mich noch nicht geklärt ist, wo soll denn mal der Bauverkehr lang gehen? Frau Köhler. Der Bauverkehr wird so gehen, wie jetzt die Zufahrt ist. Also es wird kein gesonderter, ich sag mal, Verkehrsentwicklung für Bauverkehr geben. Das ist auch noch eine Sache, wie auch bei allen anderen Bauvorhaben. Zum Beispiel jetzt innerstädtisch die Kita Alter Steinweg. Da hat auch niemand gefragt, wo da der Bauverkehr langläuft. Herr Drechsel. Ich muss da trotzdem noch was dazu sagen. Den Vergleich, den kann ich jetzt mal nicht gelten lassen. Also am Anfang, ich frage das ja nicht ohne Grund. Wir haben dort eine neu gebaute Feuerwehrzufahrt und dort ist eine kleine Brücke, da steht 5 km/h dran und man hat mir gesagt, dass selbst der Mülllaster nicht dorthin fährt, muss also vorn bleiben. Und von daher, wenn wir schon mal Geld in so eine Zufahrt gesteckt haben, kenne ich aus meiner beruflichen Erfahrung, dass das also so eine Bauzufahrt für so eine Maßnahme dann nicht ganz schadlos dran vorbeigeht. Aber wenn Sie sagen, es gibt keine Probleme und ist alles gut, dann habe ich da Grundvertrauen, dass das dann auch so ist. Danke. Also Herr Drechsel, jetzt legen Sie wieder meinen beiden Bürgermeistern Worte in den Mund, die Sie so nicht gesagt haben. Sie haben gesagt, dass schon Probleme bekannt sind, die Sie jetzt auch benannt haben und dass man zum Beispiel in Verhandlungen ist, auch Grundstücke anzukaufen, wo man diese Probleme auch versucht zu lösen. Herr Seidel. Ja, wenn der Herr Drechsel das festgestellt hat, dass das so ist, dann glaube ich denn das. Und wenn das sogar bekannt ist, dass es da Probleme gibt und jetzt der Herr Juraschka gesagt hat, dass es noch eine Zuwägung extra gibt, warum können wir denn jetzt nicht in der Baumaßnahme eine Umfahrung dort aufbauen? Frau Köhler. Ja, nochmal ganz eindeutig zusammenfassend. Die Vorlage beinhaltet heute die Änderung des Vorhabensbeschlusses. Das Vorhaben der Höhe nach wird teurer. Ich hatte es eingangs gesagt, es ist der Abschluss des Planungsprozesses. In Ihrer Vorlage ist ausgewiesen, wie es weitergehen wird. Wir werden in die Vergabe und Ausschreibung der Lose gehen. Der Baubeginn soll im Mai 2019 sein. Und in diesem Zusammenhang wird wie bei jedem anderen Vorhaben auch der Baustellenverkehr geklärt werden, eine Ausweisung. Eventuell sind Sperrgenehmigungen erforderlich. Diese werden öffentlich bekannt gemacht, wie bei allen Vorhaben. Ihre Anfragen heute zur Vorlage nehmen wir zum Anlass, bei Baubeginn den Bau- und Verkehrsausschuss entsprechend zu informieren. Dies wird voraussichtlich im April 2019 erfolgen. Danke, Frau Köhler. Weitere Wortmeldung? Herr Reinhold. Wenn ich es richtig verstanden habe, die kleine Brücke ist für die Baufahrzeuge geeignet, nicht, dass dort irgendwo ein Schwachpunkt ist. Und vielleicht eine Empfehlung außerhalb dieser Baustellen, diese Zuwägungen, von denen der Herr Juraschka gesprochen hat, wenn man die ständig lassen könnte, sodass die Marienthaler Straße vom Zufahrtsverkehr ständig entlastet wird, wäre auch eine Maßnahme vielleicht. Das müssen wir den Eltern dann mitteilen, dass sie das auch nutzen. Gut, aber es sind noch gute Hinweise, die sowohl der Betreiber als auch das Baudezernat mit aufnehmen. Weitere Wortmeldung? Das ist nicht der Fall, dann stelle ich zur Abstimmung der Änderung der Gesamtkosten des Vorhabensbeschlusses 040 aus 2018 zum Ersatzneubau Kindertagesstätte Marienhof von 2.851.000 Euro auf 3.351.000 Euro wird vorbehaltlich des Inkrafttretens der Haushaltssatzung, das kann man jetzt, ist noch nicht in Kraft getreten, müssen wir ja noch genehmigen lassen. Also vorbehaltlich des Inkrafttretens der Haushaltssatzung 2019-20 zugestimmt. Wer das so sieht, den bitte ich ums Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Enthaltungen? Damit ist es einstimmig beschlossen.
der Herr Drechsel, den habe ich überhaupt nicht abstimmen gesehen. Da war der Herr Rau davor, das konnte ich nicht sehen. Frau Drechsel, 2 Gegenstimmen. Also bitte dann auch, wenn Abstimmung ist,